Und ich glaube, ich weiß nicht, was die nächste Krise wird. Da müssen wir aber im Zyklus nachdenken. Ich habe mir versprochen, das wird nie eine Normalität sein. Das wird immer ein besonderer Raum. Das ist ein Raum einer Bürgermeisterin, die, ich bin zweite Bürgermeisterin in der Geschichte von Frankfurt, die erste Bürgermeisterin mit Migrationshintergrund. Ich wollte unbedingt studieren, ich wollte immer Medizin studieren, ich wollte immer Psychiaterin werden. Let's be real. Liebe Zuschauer, wir sind im Rathaus in Frankfurt und werden wir gleich Frankfurter Bürgermeisterin Frau Dr. Eskandari Grünberg gleich interviewen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Folgen Sie mir. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Let's Be Real. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Frau Dr. Narges Eskandari Grünberg, Bürgermeisterin in Frankfurt. Herzlichen Dank, Frau Eskandari Grünberg, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Ganz am Anfang und als erste Frage wollte ich Sie fragen, wie war es erster Tag, als Sie Bürgermeisterin hier in diesem Raum reingekommen sind? Was haben Sie als erstes gemacht? Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist mir eine große Freude, Ehre, dass ich Sie zum ersten Mal Sie beginnen mit diesen neuen Sendungen und ich bin halt Ihre erste Gast. Das ist immer was sehr Besonderes. Es ist sehr spannend. Das ist eine sehr, sehr, wirklich sehr schöne Frage. Ich war sehr oft in diesem Raum, ganz lange. Ich glaube, ich war in diesem Raum fast vor 15, 16 Jahren. Damals war ich ja auch Dezernentin für Integration. Da war eine grüne Dezernentin, Bürgermeisterin hier in dem Raum. Da später war Herr Becker hier, dass er auch Bürgermeister war. Und ich war schon immer, hatte ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Raum gehabt. Und jedes Mal, wenn ich in diesen Raum kam, erstmal fand ich unwahrscheinlich schön, wenn ich auf die Paulskirche geschaut habe. Es ist erstaunlich, hat mich unwahrscheinlich berührt. Das berührt mich immer noch. Und als ich in diesen Raum kam und plötzlich das Gefühl hatte, das ist der Raum, in dem ich arbeite, das ist der Raum, den ich gestalten kann, ich glaube, fast kamen mir die Tränen. Ich war sehr gerührt. Das war sehr besonders. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin fast knapp seit 7 Monaten dabei. Und jedes Mal, wenn ich reinkomme und ich habe mir versprochen, das wird nie eine Normalität sein. Das wird immer ein besonderer Raum. Das ist ein Raum einer Bürgermeisterin, ich bin zweite Bürgermeisterin in der Geschichte von Frankfurt, die erste Bürgermeisterin mit Migrationshintergrund. Und diesen Raum als mein Arbeitszimmer, Arbeitsraum zu haben, das ist mir eine große Freude. Es ist immer noch so. Und sagen Sie mir, als Kind, haben Sie auch so etwas gewünscht oder könnten Sie als Kind das schon vorstellen, später eine Bürgermeisterin zu werden? Das weiß ich nicht, nee, glaube ich nicht. Ich wollte unbedingt studieren, ich wollte immer Medizin studieren, ich wollte immer Psychiaterin werden. Das war immer so ein Wunsch. Mein Vater war ja Unternehmer gewesen und ich habe sehr früh gesagt, das ist ganz klar, ich war, glaube ich, sehr jung, fast 11, 12 Jahre alt, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt halt Medizinerin werden oder Psychiaterin oder Psychoanalytikerin oder Psychotherapeutin. Das war sehr früh angelegt. Aber andererseits, ich war politisch sehr, sehr aktiv. Ich war immer Schulsprecherin, ich war Klassensprecherin. Ich hatte immer, egal wo ich kam, habe ich immer so eine Sprecherin-Funktion gehabt. Und ja, so ein bisschen führen war irgendwie, lag mir sehr, sehr nahe. Und jetzt Bürgermeisterin, vor allem von der Stadt Frankfurt, ich muss gestehen, nein, ich wollte gerne Menschen immer was geben, helfen, unterstützen. Das für die Menschen sehr wichtig. Ja, Menschen nah zu sein, aber auch Menschen was zurückgeben in ihre Menschlichkeit, das war mir unwahrscheinlich wichtig, das kann ich sagen. Aber als Bürgermeister muss ich gestehen, nein, das war das nicht, was ich sehr vorgedacht habe. Als Bürgermeisterin. Frau Eskandari Grünberg, Sie haben immer so eine positive und freundliche Ausstrahlung. Das ist schon Ihre Markenzeichen in Frankfurt. So eine Ausstrahlung hat eine glückliche und starke Mensch. Wie schaffen Sie das? Können Sie uns das verraten? Erstmal ganz herzlichen Dank. Das ist ein großes Kompliment. Ich glaube, es ist mir ein großes Anliegen. Willkommenskultur bedeutet Freundlichkeit den anderen gegenüber. Das ist sehr wichtig. Wenn Sie jemanden
wirklich anlachen, jemandem gegenüber freundlich sind, dann kommt Freundlichkeit zurück. Das sage ich immer allen Menschen, probier mal aus. Ja, wenn du siehst, jemand guckt wirklich böse oder irgendwie verdeckt, dann schau mal freundlich. Manchmal mache ich Experimente mit Menschen, manchmal mache ich selbst. Schau mal her, und wenn du jemanden sehr Unfreundliches siehst, lächel mal freundlich den anderen an und dann merken sie, das kommt was anders. Ich glaube, das ist mir sehr, sehr wichtig, den Menschen das Gefühl geben, nicht nur Freundlichkeit, dass man die Menschen annimmt, dass man die ernst nimmt, dass man die wahrnimmt. Und wenn man das mit Freundlichkeit verbinden kann, das ist sehr, sehr wichtig. Ganz herzlichen Dank auch für den Kompliment stark. Ja, Freundlichkeit und Stärke manchmal passen nicht zusammen. Manchmal, man denkt, wenn die Menschen stark sind, dann müssen sie unfreundlich sein. Vor allem Männer. Ah ja. Und denken immer, wenn sie stark sind, wenn sie eine Position haben, dann müssen sie weniger lachen. Die müssen eine autoritäre Ausstrahlung haben. Die müssen den anderen sagen, ich habe die Macht, ich zeige euch, wie es geht. Aber ich will gerne ein Vorbild sein und sagen, nein, das geht auch mit Freundlichkeit. Meine Mitarbeiter sagen immer zu mir immer, freundlich, aber bestimmen. Ich kann sagen, ja, ich bin sehr freundlich, aber ich weiß meistens genau, wo lang das geht. Oder bestimmen, nicht über die anderen bestimmen, aber trotzdem ein Ziel zu haben, den man verfolgt, mit Freundlichkeit zu verbinden, kann ich Ihnen sagen, das ist ein gutes Rezept und funktioniert sehr gut. Das funktioniert bei Ihnen wirklich sehr gut. Starke Menschen wie Sie gehen kluger mit Krisen um. Krisen wie Corona oder Krieg in der Ukraine, wie reagieren Sie als Mensch darauf? Wissen Sie, es gibt Krisen, die ja, dass man voraussehen kann. Es gibt Krisensituationen, dass man überhaupt nicht weiß, die kommen plötzlich. Es ist sehr wichtig, dass man seine Ressourcen aktivieren kann. Ich bin ja bekannterweise auch Psychotherapeutin und ich habe als Psychotherapeutin sehr häufig den Menschen gesagt, schau mal, du hast Ressourcen, aktiviere deine Ressourcen. Weil wissen Sie, die Eigenschaft von uns Menschen ist, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, sind wir hilflos, sind wir machtlos und unsere Ressourcen verdecken sich. Aber ich bin fest der Meinung, dass die Menschen starke Ressourcen haben, starke wirklich Kompetenzen haben. Und wenn wir in diese Krisensituationen unsere Kompetenzen aktivieren, unsere Ressourcen aktivieren, schaffen wir viel mehr. Andererseits ist sehr wichtig, dass wir alleine nicht schaffen. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen solidarisch sein zueinander. Häufig starke Menschen, wenn sie das sagen, die denken, die brauchen keine Hilfe. Das schaffen sie immer alleine. Aber ich glaube, gerade starke Menschen sind stark, weil sie auch bereit sind, die Hilfe von den anderen anzunehmen. Dass sie auch schwach sein können und dann können wir eine Unterstützung von anderen ernst nehmen. Und ich glaube, diese Kombination, eigene Stärke, Ressourcen aktivieren, nicht aufgeben, mit den anderen Menschen die Stärke gemeinsam noch stärker machen, aus meiner Sicht enorm wichtig ist. Krisenhafte Erscheinungen scheinen ja sozusagen zu unserem Alltag zu gehören. Die nächste Krise kommt bestimmt. Haben Sie einen Rat für Bürger, wie man sich darauf vorbereiten kann? Ich glaube, interessanterweise ist natürlich die Menschen, die Krisen erlebt haben, die haben eine gewisse Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung hilft uns auch mit Krisen besser umzugehen. Am schlimmsten ist, wenn wir gar keine Erfahrung mit Krisen haben. Da müssen wir ganz neu anfangen. Schauen Sie mal mit Pandemie, das war total schwierig. Wer hat gesagt, wir werden so eine Situation in Pandemie haben? Manchmal habe ich selbst gesagt, das ist wie ein Science-Fiction-Film. Das kann doch nicht sein. Maske, Abstand, Distanz, all diese Dinge waren für uns alle sehr fremd. Wie wenn wir uns mal vor ein paar Jahren einen Film gezeigt hätten, hätten wir niemals daran geglaubt. Oder auch jetzt Krise, Krieg in Europa. Ich glaube, wenn wir es schauen, solche Krisen erwarten wir nicht. Wir als Mensch, sage ich als Psychologin, wir wollen, dass das alles glatt geht. Wir wollen keine Krise. Daher, wenn das passiert, natürlich Erfahrungen und helfen uns, mit Krisen besser zurechtzukommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, was meine nächste Krise wird. Da müssen wir aber im Zyklus nachdenken. Es gibt bestimmte Krisenzyklus. Und wir können für diesen Zyklus manchmal vorausschauen, planen, vor allem die Erfahrungen mitnehmen, die wir erzielt haben und einiges Neue auch nochmal
aktivieren, die wir nicht voraussagen können. Jetzt, wenn Sie gerade den Ukraine-Krieg halt ansprechen. Wie können wir uns unabhängig von Russland machen, von diesen Autoritären machen? Weil wenn wir das nicht machen, nächste Krise ist vorprogrammiert. Daher manche Krisen kann man ja vermeiden, kann man deshalb besser sich vorbereiten. Vor allem ist wichtig, ich sage Ihnen als Politikerin, im Kontakt treten mit Menschen, wirklich ganz klar gemeinsam überlegen, wie wir als Gesellschaft vorgehen, erklären. Lösungen nicht alleine in Kämmerchen, mein Büro ist sehr schön hier, aber nicht alleine, sondern mit Menschen, weil beste Politiker, wenn sie alleine Entscheidungen trifft, dann ist keine gute Entscheidung. Aber wenn wir gemeinsam mit Menschen tun und die auch versuchen, wir aufzuklären, auch mit denen neue Wege zu gehen, dann können sie sehen, dann können wir die Krisen viel besser meistern und managen. Das stimmt. Es fällt auf, dass Ihre Partei, die Grünen, im Moment in Deutschland mit ihrem Personal offenbar sehr viel Erfolg haben. Okay. Stark und glücklich zu sein, ist das Geheimnis hinter diesem Erfolg, oder? Schwierige Frage. Weil ich glaube, das ist spannend zu sagen, wer ist ein glücklicher Mensch, hat Glück oder die anderen haben kein Glück. Manche Menschen sind sehr geschickt, manche wissen genau, wie sie die Themen ansprechen, manche sind analytisch besser, kommunikativ besser. Es gibt ganz viele Faktoren. Ich glaube, was meine Partei im Moment stark macht, dass sie die Kernthemen ansprechen. Dass sie auch mutig sind, die Kernthemen ansprechen, vor allem bereit sind, den Menschen diesen Kernthemen zu erklären. Und auch ihre Ambivalenz, auch ihre Zweifel zu zeigen. Wir Politiker sind häufig der Meinung, wir müssen zeigen, ich habe keinen Zweifel, ich weiß über alles Bescheid. Alles ist genau, wie wir denken. Aber ich glaube, was die Grünen stark macht, die bringen auch ihre Ambivalenz, ihre Widersprüchlichkeiten, auch ihre Zweifel zum Ausdruck und versuchen, die Menschen mitzunehmen und nochmal neue Lösungen aufzuzeigen, was das aus meiner Sicht auch die Grünen sehr stark macht im Moment. Im 21. Jahrhundert sprechen wir immer noch über Frauenrechte und die Gleichstellung von Frauen und Männern. Hm. Traurig und peinlich genug. Was können Sie zu diesem Thema sagen? Absolut ist traurig und peinlich genug. Ich glaube, dass wir im Jahre 2022 leben und die Frauen immer noch keine gleichen Rechte haben. Die Frauen haben ihre Rechte erkämpft. Niemand hat Frauen ihre Rechte geschenkt. Also sagt, bitteschön, nehmen Sie dieses Recht und das ist Frau. Die Frauen... Wahlrecht fast knapp vor 100 Jahren. Wer waren die Frauen, die für Wahlrecht gekämpft haben? Sie selbst. Das stimmt. Die wollten Wahlrecht haben, die haben Niederlagen erlebt, Erniedrigungen erlebt. Aber die haben gesagt, wir wollen gerne Wahlrecht haben. Die waren Frauen, die gesagt haben, neben unserem Beruf wollen wir auch gerne, neben unserem Haushalt wollen wir auch arbeiten. Das haben sie Frauen erkämpft. Schauen Sie, bis fast 1979, Frauen mussten immer noch ihre Männer fragen, ob sie ein Arbeitserlaubnis bekommen. Nicht hier in Afrika oder im Iran, wo ich herkomme, in Deutschland. Das war lange Zeit, dass die Frauen für ihre Rechte selbst gekämpft haben und immer noch kämpfen. Für ihre Gleichbehandlung. Leider, wir gehören zu den glücklichen Ländern, die annähernd Frauen und Männer gleiche Rechte haben. Ich glaube, 95% der Welt haben genau diese Rechte nicht. Immer noch in Amerika wird das Recht auf Abtreibung wird gestritten, immer noch zur Debatte gestellt wird. Die Rolle von der Frau hat gestellt wird. Herr Trump wollte gerne Frauen wieder ins Herd führen, hat er auch immer wieder erwähnt, was die Rolle von Frauen sind. Ich glaube, Frauen sind selbstbewusster geworden. Sie studieren, sie sind gebildeter, sie sind auch ihre Ressourcen und ihre Fähigkeiten bewusster geworden. Und ich glaube, dennoch haben wir natürlich immer einen Kampf für Chancengerechtigkeit. Sie können sich nicht vorstellen, dass wir immer noch die Frauen und Männer nicht gleichen Lohn bekommen für gleiche Arbeit. Haben Sie auch dafür viel gekämpft als starke Frau? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, ich habe nicht alleine Frauenpolitik gemacht. Das muss ich Ihnen halt auf. Wir haben auch diese, warum ist sehr wichtig, dass man offen auch nochmal, ich habe nicht Frauenrechte alleine gemacht. Ich habe erstmal für die Rechte von Menschen gekämpft und Frauen gehörten dazu.
dass ich immer gesagt habe, wenn die Frauen gleiche Rechte haben, dann haben wir Menschenrechte. Die können wir nicht voneinander trennen. Wir müssen immer noch für die Chancengleichheit für Frauen kämpfen. Ich habe vorhin gesagt, 2 Frauen waren in der Geschichte von Frankfurt waren Bürgermeisterinnen. Das ist nicht viel in 77 Jahren. Und daher glaube ich, diesen in der Position kommen, dass die Frauen auch ihr Selbstbewusstsein bekommen. Ich bin sehr, sehr häufig stolz. Bei vielen Veranstaltungen kommen ganz junge Frauen zu mir und sagen, oh, wie toll, dass Sie das geschafft haben. Sie sind mein Vorbild. Wie haben Sie das? Wie kann man Bürgermeisterin werden? Neulich hat eine junge Frau mich gefragt. Ich habe gesagt, indem man ein Ziel hat, indem man dafür kämpft, indem auch Menschen dabei sind, die einem unterstützen, vor allem indem man hartnäckig bleibt. Und Frauen sind sehr hartnäckig. Und daher müssen wir hartnäckig weiterhin für die Rechte von Frauen kämpfen. Das stimmt. Wie sehen Sie nächste 4 Jahre Frankfurt als Bürgermeisterin? Die nächsten 4 Jahre. Erstmal, ich hoffe sehr, dass das dieser Krieg zu Ende geht. Wirklich. Ich glaube, wir brauchen Frieden. Ich lebe seit über 30 Jahren in Frankfurt. Ich habe noch nie erlebt, dass Krieg, Krisen so nah an Frankfurt war. Das habe ich noch nie erlebt. Wir haben Bosnienkrieg gehabt, wir haben Krieg gehabt in Afghanistan, in Syrien, in viele, viele Länder. Wirklich, das Thema Friedenkrieg war nicht so nah. Frankfurt als Herzen von Europa. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren wirklich Frieden haben. Ich hoffe sehr, dass das Thema Demokratie, weil Sie Frauen auch angesprochen haben, mein Herzen Angelegenheit, das Thema, die mich persönlich sehr beschäftigt, ist das Thema Demokratie und vor allem das Thema Europa. Ich bin nicht in Europa geboren, aber ich sage immer, ich bin eine Europäerin. Es ist mir total wichtig, weil Europa für mich eine unglaublich der Kampf hinter sich hat wegen wirklich Demokratie, für Menschenrechte. Und das ist für mich Werte von Europa, die ich sehr, sehr stark als junge Frau, als ich nach Deutschland kam, verinnerlicht hat. Deswegen sage ich immer, ich bin eine Europäerin, weil es mir sehr wichtig ist, die Werte macht Menschen zu Europäer. Und da glaube ich, da müssen wir auf diesem Weg sehr viel kämpfen. Für unsere Demokratie haben wir spätestens jetzt gelernt, das ist eine Errungenschaft. Das ist ein Geschenk und das ist ein Kampf. Und dieser Dauerkampf dürfen wir nicht durch die Querdenker, sogenannte Querdenker, die auf die Straße gehen und die Werte in Frage stellen, dass wir die in Frage stellen können. Vor allem ist mir wichtig, dass wir in den nächsten 4 Jahren für die Chancengerechtigkeit kämpfen. Sie sehen im Moment, die Preise gehen hoch. Viele Menschen können sich nicht alles leisten. Die Armut wird stärker sein. Vor allem viele junge Menschen, viele Kinder, wenn sie aus der Familie kommen, die nicht die gleichen Ausstattungen oder soziale Zugehörigkeiten haben, die werden am allermeisten unter Druck sein. Weil wenn deine Mutter zu deinem Kind sagt, ich kann deine Turnschuhe nicht bezahlen, ich kann deinen Ausflug nicht bezahlen, weil ich nicht genug Geld in der Kasse habe, das ist schlimm, für uns, für soziale Frieden schlimm ist. Und deswegen, ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren dafür Sorge tragen, dass die Menschen einigermaßen halt wirklich in den sozialen Unterschicht Unterstützung bekommen, dass unsere Jugendlichen, die hier leben, genügend unterstützt werden. Und in den nächsten 4 Jahren das Thema Klima wird uns immer beschäftigen. Klimawandel ist Realität, ist keine Erfindung von den Grünen oder von mir. Da müssen wir da wirklich viel, viel investieren. Vor allem, ich hoffe, dass Frankfurt als Zentrum von Europa ein Haus der Demokratie bekommt. Ich kämpfe sehr stark im Moment für ein Haus der Demokratie. Und ich hoffe, dass wir schaffen, neben der Paulskirche als Wiege der Demokratie ein Haus der Demokratie für Europa zu haben. Die haben Niederlagen erlebt, Erniedrigungen erlebt. Aber die haben gesagt, wir wollen gerne Wahlrecht haben. Die waren Frauen, die gesagt haben, neben unserem Beruf wollen wir auch gerne, neben unserem Haushalt wollen wir auch arbeiten. Das haben sie Frauen erkämpft. Schauen Sie, bis fast 1979, Frauen mussten immer noch ihre Männer fragen, ob sie eine Arbeitserlaubnis bekommen. Nicht hier in Afrika oder im Iran, wo ich herkomme, in Deutschland. Das war lange Zeit, dass die Frauen für ihre Rechte selbst gekämpft haben und immer noch kämpfen. Für ihre Gleichbehandlung.
Leider, wir gehören zu den glücklichen Ländern, die annähernd Frauen, Männer gleiche Rechte haben. Ich glaube, 95% der Welt haben genau diese Rechte nicht. Immer noch in Amerika wird das Recht auf Abtreibung wird gestritten, immer noch zur Debatte gestellt wird, die Rolle von der Frau hat gestellt wird. Herr Trump wollte gerne Frauen wieder ins Herd führen, hat er auch immer wieder erwähnt, was die Rolle von Frauen sind. Ich glaube, Frauen sind selbstbewusster geworden, sie studieren, sie sind gebildeter, sie sind auch ihre Ressourcen und ihre Fähigkeiten bewusster geworden. Und ich glaube, dennoch haben wir natürlich immer einen Kampf für Chancengerechtigkeit. Sie können sich nicht vorstellen, dass wir immer noch die Frauen und Männer nicht gleichen Lohn bekommen für gleiche Arbeit. Haben Sie auch dafür viel gekämpft als starke Frau? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, ich habe nicht alleine Frauenpolitik gemacht. Das muss ich Ihnen halt auf. Sie haben auch diese, warum ist sehr wichtig, dass man offen auch nochmal, ich habe nicht Frauenrechte alleine gemacht. Ich habe erstmal für die Rechte von Menschen gekämpft und Frauen gehörten dazu. Dass ich immer gesagt habe, wenn die Frauen gleiche Rechte haben, dann haben wir Menschenrechte. Die können wir nicht voneinander trennen. Wir müssen immer noch für die Chancengleichheit für Frauen kämpfen. Ich habe vorhin gesagt, 2 Frauen waren in der Geschichte von Frankfurt waren Bürgermeisterinnen. Das ist nicht viel in 77 Jahren. Und daher glaube ich, diesen in die Position kommen, dass die Frauen auch ihr Selbstbewusstsein bekommen. Ich bin sehr, sehr häufig stolz. Bei vielen Veranstaltungen kommen ganz junge Frauen zu mir und sagen, oh, wie toll, dass Sie das geschafft haben. Sie sind mein Vorbild. Wie haben Sie das? Wie kann man Bürgermeisterin werden? Neulich hat eine junge Frau mich gefragt. Ich habe gesagt, indem man ein Ziel hat, indem man dafür kämpft, indem auch Menschen dabei sind, die einem unterstützen. Vor allem, indem man hartnäckig bleibt. Und Frauen sind sehr hartnäckig. Und daher müssen wir hartnäckig weiterhin für die Rechte von Frauen kämpfen. Das stimmt. Wie sehen Sie nächste 4 Jahre in Frankfurt als Bürgermeisterin? Die nächsten 4 Jahre. Erstmal, ich hoffe sehr, dass das dieser Krieg zu Ende geht. Wirklich. Ich glaube, wir brauchen Frieden. Ich lebe seit über 30 Jahren in Frankfurt. Ich habe noch nie erlebt, dass Krieg, Krisen so nah an Frankfurt war. Das habe ich noch nie erlebt. Wir haben Bosnienkrieg gehabt, wir haben Krieg gehabt in Afghanistan, in Syrien, in viele, viele Länder. Wirklich, das Thema Friedenkrieg war nicht so nah. Frankfurt als Herzen von Europa. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren wirklich Frieden haben. Ich hoffe sehr, dass das Thema Demokratie, weil Sie Frauen auch angesprochen haben, mein Herzen angelegen hat, das Thema, die mich persönlich sehr beschäftigt, ist das Thema Demokratie und vor allem das Thema Europa. Ich bin nicht in Europa geboren, aber ich sage immer, ich bin eine Europäerin. Es ist mir total wichtig, weil Europa für mich eine unglaublich der Kampf hinter sich hat wegen wirklich Demokratie, für Menschenrechte. Und das ist für mich Werte von Europa, die ich sehr, sehr stark als junge Frau, als ich nach Deutschland kam, verinnerlicht hat. Deswegen sage ich immer, ich bin eine Europäerin, weil es mir sehr wichtig ist, die Werte macht Menschen zu Europäer. Und da glaube ich, da müssen wir auf diesem Weg sehr viel kämpfen. Für unsere Demokratie haben wir spätestens jetzt gelernt, das ist eine Errungenschaft. Das ist ein Geschenk und das ist ein Kampf. Und dieser Dauerkampf dürfen wir nicht durch die Querdenker, sogenannte Querdenker, die auf die Straße gehen und die Werte in Frage stellen, dass wir die in Frage stellen können. Vor allem ist mir wichtig, dass wir in den nächsten 4 Jahren für die Chancengerechtigkeit kämpfen. Sie sehen im Moment, die Preise gehen hoch. Viele Menschen können sich nicht alles leisten. Die Armut wird stärker sein. Vor allem viele junge Menschen, viele Kinder, wenn sie aus der Familie kommen, die nicht die gleichen Ausstattungen oder soziale Zugehörigkeiten haben, die werden am allermeisten unter Druck sein. Weil wenn deine Mutter zu deinem Kind sagt, ich kann deine Turnschuhe nicht bezahlen, ich kann deinen Ausflug nicht bezahlen, weil ich nicht genug Geld in der Kasse habe, das ist schlimm, für uns, für soziale Frieden schlimm ist. Und deswegen, ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren dafür Sorge tragen, dass die Menschen einigermaßen halt wirklich in den sozialen Unterschicht
Unterstützung bekommen, dass unsere Jugendlichen, die hier leben, genügend unterstützt werden. Und in den nächsten 4 Jahren, das Thema Klima wird uns immer beschäftigen. Klimawandel ist Realität, ist keine Erfindung von den Grünen oder von mir. Da müssen wir da wirklich viel, viel investieren. Vor allem, ich hoffe, dass Frankfurt als Zentrum von Europa ein Haus der Demokratie bekommt. Ich kämpfe sehr stark im Moment für ein Haus der Demokratie. Und ich hoffe, dass wir schaffen, neben der Paulskirche als Wiege der Demokratie ein Haus der Demokratie für Europa haben können. Liebe Frau Eskandari-Grumig, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns genommen haben. Das war sehr spannend und interessant, mit Ihnen auszutauschen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Viel Erfolg für weitere Sendungen. Vielen herzlichen Dank.